ganz herzlich willkommen beim 30. wundervollen Filmkunstfestival in Schwerin. Das ist die letzte Runde. Also wir reden heute über die letzten Wettbewerbsfilme. Die Jury hat es wirklich schwer in diesem Jahr. Ein wunderbarer Jahrgang mit Filmen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland. Deutschsprachiges Kino. Und die müssen entscheiden, haben aber auch 6 Preise, habe ich jetzt mitbekommen. Also die können auch ein bisschen streuen. Es sind auch Vertreter und Vertreterinnen der Jury da. Ich weiß nicht, ob wir noch was rumreißen können. Heute kann ja sein, dass wir da nochmal neue Einsichten vermitteln können. Auf jeden Fall freue ich mich wirklich sehr auf 3 Gespräche zu 3 bemerkenswerten Filmen, über die wir jetzt reden können. Herzlich willkommen und schön, dass so viele Leute hier oben auf dieser Rooftop-Bar sind. Ihr werdet für die Kälte entschädigt, hoffe ich, durch interessante Gespräche und durch diesen sensationellen Blick zum erleuchteten Schloss die ganze Nacht über. Das ist auch, finde ich, lohnt es sich dafür auch herzukommen. Herzlich willkommen. Wir reden über den ersten Film. Das ist Das Mädchen mit den goldenen Händen, also auch ein märchenhafter Titel, und es gibt durchaus auch märchenhafte Motive in diesem Regiedebüt einer sehr bekannten Schauspielerin. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Katharina Maria Schubert. Marie, hallo, willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Als Schauspielerin kennen wir dich natürlich bestens, aber jetzt eben auch Regisseurin. Und warum das so gekommen ist, das wirst du uns erzählen. Es sind ja sehr viele tolle Frauen in diesem Film, auch in ganz kleinen Rollen. Wir haben Victoria Trautmannsdorf gestern hier gehabt, Gabi Schmeide sieht man und. Hauptrollen sind aber 2 Schauspielerinnen, von denen eine jetzt auch bei uns ist, eine ist nicht da. Das ist Corinna Harfouch in einer ganz großartigen Rolle, und ebenso großartig ist die Rolle von Birte Schlüing. Ich herzlich grüße. Hallo, Birte. Die Tochter von Corinna. Grüß euch, meine. Aber erstmal die Frage, die man wahrscheinlich jetzt ständig beantworten muss, ist ja die, warum jetzt Regie? Also was war der Antrieb? Es muss ja doch etwas sehr Starkes gewesen sein, denn du bist als Schauspielerin sehr gut beschäftigt und sehr präsent. Also schwere Frage. Also ich glaube, ich habe ja sehr viel Theater gespielt, zuerst sehr viele lange Jahre, und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich immer dachte, ich würde es anders machen als der Regisseur oder die Regisseurin. Und zuerst habe ich gedacht, naja, ich bin ja auch nur die Schauspielerin, natürlich habe ich keine Ahnung, und irgendwann habe ich gedacht, aber vielleicht ist es einfach nur meine Meinung und ich könnte es anders machen. Und dann habe ich aber gedacht, im Theater oder so, wie ich Theater liebe, das könnte ich nicht, ich probiere es mal mit Film, und habe dann so einen Kurzfilm geschrieben. Da war noch in einer ausgedachten Sprache mit deutschen Untertiteln, und das dann auch selber inszeniert, produziert, gespielt, geschnitten, eigentlich alles gemacht, um rauszufinden, ob ich das quasi durchhalten würde, könnte. Und der lief dann auf dem Filmfest in Hof, und der Heinz Badewitz, der tolle Heinz Badewitz, Gott hab ihn selig, hat den auch ganz toll gefunden und irgendwie gesagt, du musst das weitermachen, das ist doch toll. Und dann habe ich einen zweiten Film gemacht auf Deutsch, dann so, sozusagen vielleicht... dass ich das rüber retten konnte, sozusagen, worum ich mich drum geschummelt hatte mit der ausgedachten Sprache. Und der ist jetzt schon ganz lange her, das war aber auch immer nur so 20-minütige Filme. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht und so viel Freude, und genau, vielleicht die Frage noch besser beantworten. Ich hatte immer irgendwie auch so ein Gefühl, auch schon als Schauspielerin, für was muss meine Rolle tun, damit der Film besser wird, oder was muss sie liefern, also immer auch schon so dramaturgische Gedanken, und dann hat mir das einfach so viel großen Spaß gemacht, auch zu schreiben und das so diesen Kosmos so bestimmen zu können. So, das ist wirklich ein besonderer Kosmos, den wir auch noch beschreiben, aber bevor wir das tun, natürlich die Frage auch an dich, ist es was anderes, wenn man mit einem Schauspieler oder Schauspielerin arbeitet als Regisseur oder Regisseurin? Also ich vermute das immer, dass die vielleicht noch mal ein anderes Gespür haben dafür, was man braucht als Schauspieler und Schauspielerin. Ja, ich glaube schon, dass da ein Unterschied ist, weil man einfach nachfühlen kann, oder aber besser, wenn es ein Problem gibt, das Problem erkennt, in dem Sinne, wenn es mit einem spielerischen Zugriff zu tun hat oder so. Oder, zumindest hat man, oder hatte ich direkt ein großes Vertrauen und wusste, dass dann auch eine Schauspielerin ist, die mich insofern versteht. Und diese schreckliche Gefahr, die ja manchmal besteht, dass man dann doch was vorgespielt bekommt, macht sie das? Also das ist ja manchmal so, dass man, gerade wenn man selber Schauspieler ist, Schauspielerin, dann sagt, also mach das doch mal so, zeig das so und so. Ist das passiert manchmal, dass sie dir was vorgespielt hat? Nee, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Dann ist ja gut. Das ist nicht passiert, oder? Hast du überhaupt, ich weiß es nicht.
Aber ich fand ich jetzt interessant, die Frage. Ja, manchmal erinnert man sich ja auch nicht. Ja. Aber offenbar ist sowas Traumatisches nicht passiert. Das mag nämlich wirklich niemand. Dann lasst uns jetzt den Kosmos beschreiben, weil es sind ja eigentlich, ich sag mal, grob gesagt, es ist sehr komplex, aber es sind so zwei Grundthemen, die mich auch sehr bewegt haben, weil sie mich auch sehr betreffen. Das eine ist Vater, Tochter, kann man ja sagen, oder Mutter, Tochter, jetzt die Beziehung der Kinder zu den Eltern, ganz zentral, das Verhältnis von dir zur Figur von Corinna. Und das zweite ist dieser ostdeutsche Horizont. Und da habe ich auch lange übrigens überlegt, wann ist das eigentlich? Weil du lässt das relativ lange in der Schwebe, man sieht es an den Handys so ein bisschen, dass Opa nicht stimmt, ist ein bisschen irritiert und irgendwann wird es, glaube ich, mal direkt gesagt, ja, 2000? Ja, es geht mal um den Millennium-Bug und um die Angst vor dem Jahr 2000. Und am Anfang sagt sie auch, ich würde da ganz groß Millennium drüber schreiben, in Goldbuchstaben, aus Goldfolie. Ja, ja. Warum dieser Zeitpunkt gerade in Osten Deutschlands? Was ist in dieser Zeit für dich besonders günstig gewesen, um es als Horizont zu nehmen für die Geschichte dann? Also ich dachte, erstmal gab es ja so eine Art, ist das ja so, vor der Jahrtausendwende ist ja so ein Punkt, an dem man irgendwie denkt, wie vor Silvester, nur viel heftiger, weil nicht nächstes Jahr, sondern nächstes Jahrtausend. Also es gibt vielleicht nochmal so einen kleinen Aufbruch und dann, so wie ich gelesen und gehört habe, war ja nach 89 so ein großer Aufbruch im Osten und der wurde dann aber mal so durch die erste Depression die schlechten Erfahrungen mussten gemacht werden und dann gab es aber so zu 99, zum Jahr 2000 hier eben wieder so ein bisschen, kommen wir brechen nochmal auf und das ist ja auch ein gesamtdeutscher Kalenderzeitpunkt, das Jahr 2000. Und das, was du da herstellst, ich finde es schon auch, also dann auch sehr wichtig, dass es in dieser Zeit ist, ist ja immer noch so ein bisschen Wildost. Das ist eine ganz schwebende, unentschlossene Situation. Die Menschen fühlen sich auch irgendwie unbeheimatet, unbehaust. Und deshalb dachte ich, kommt das wirklich sehr gut zusammen, auch was den Figuren psychologisch geschieht, passt einfach in diesen sehr merkwürdigen Schwebezustand einer Gesellschaft in totaler Auflösung. So könnte man es beschreiben. Was hat dich auch daran interessiert, an diesem gesellschaftlichen Zustand? Ja, also ich wurde das heute schon im Kino gefragt, dann fiel es mir gar nicht mehr ein, warum ich den Film ursprünglich machen wollte, weil es so lange her ist. Aber jetzt weiß ich es wieder. Und zwar liebe ich so sehr aus irgendeinem Grund das ganze osteuropäische Kino. Die Russen, die Polen, die auch ehemalige Jugoslawien, die Tschechen, die Ungarn und so weiter. Und ich gucke diese Filme immer und denke, Wahnsinn, Wahnsinn, was die für Bilder haben, was die für Geschichten erzählen und dann dachte ich, die erzählen halt aus ihrer Geschichte und ihre Geschichte ist wahnsinnig reich, weil oder der Zustand, in dem sie leben müssen, auch ist von so viel Ungerechtigkeit und Rechtsstaatenlosigkeit und so weiter geprägt. Solche krassen Geschichten können wir gar nicht erzählen. Bei uns ist es eben feinstofflicher, aber nicht weniger schmerzhaft natürlich. Und dann dachte ich, was ist in Deutschland der Punkt gewesen, wo Geschichte stattgefunden hat jetzt. Und dann kam ich eben auf den Fall der Mauer als ein riesengroßer Einschnitt. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Jetzt habe ich die Fragen vergessen. Ja, das hat dich daran interessiert. Genau. Und ich möchte aber auch dazu sagen, dass mich auch total interessiert hat, weil das auch in der Zeit war, als die AfD so aufkam und so, dass diese Gudrun, die Hauptfigur, die ist 1940 geboren. Die kam 1946 in die Schule. Und die ist mehr geprägt, denke ich, von dem Krieg und den Nazis ursprünglich, die frühen Kindheitserfahrungen. Und das hat sie gemein mit zum Beispiel meinem Vater, der in Hamburg aufgewachsen wurde. Und letztendlich beginnt die deutsche, also das, was uns betrifft als die Nachgeneration, die Nachnachgeneration, beginnt aber immer noch bei den Nazis. Und das ist sozusagen wie auch eine gesamtdeutsche Härte. Also die Härte dieser Mutter gibt es genauso in meiner Familie. Nicht bei meiner Mutter übrigens, muss ich immer dazu sagen. Meine Mutter war nicht so. Nicht autobiografisch. Aber das ist sehr genau gearbeitet und ich habe dann auch wirklich auch nachgerechnet, weil Ulrike Krumpige, die auch unbedingt erwähnen müssen, natürlich spielt ja die Freundin und sagt, oh, es war 46, wir sind in die Schule gegangen und da habe ich wirklich genau gerechnet, aha, so alt sind sie, also haben sie diese Erfahrung gemacht, das hast du schon sehr genau gesetzt, wie übrigens auch das Setting, finde ich, sehr genau ist. Es ist schon irgendwie so ein bisschen saniert. Es ist schon nicht mehr der Osten, aber es ist auch noch lange nicht der Westen. Also es ist sehr genau, finde ich, vom Szenenbild entwickelt und da passt eben auch sehr genau euer Verhältnis dazu, finde ich, zu der Mutter. Vielleicht kannst du es ein bisschen auch aus deiner Sicht beschreiben als Tochter. Denn für mich ist es ja der ewige Grundkonflikt. Wir können tun, was immer wir wollen. Wir genügen unseren Eltern offensichtlich nie. Das ist nicht nur in dieser Beziehung, glaube ich, so. Aber wie ist es konkret bei euch beiden? Ja, ich habe
glaube eher, dass die beiden sich nicht so richtig, gar nicht so sehr kennen eigentlich. Also sie haben sich nicht so richtig kennengelernt und sich dann auch irgendwann, also die Tochter hat sich dann irgendwann abgelöst und ist halt einfach nach weggegangen, nach Berlin gegangen. Und genau, und an dieses, ich glaube, die, man hat aber als Kind oder als Tochter die Anforderung, dass man denkt, die Mutter muss einen eigentlich kennen oder sie muss gewisse Erwartungen erfüllen. Und das macht sie eben nicht und kann sie nicht, so wie, dass es auch, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist. Es spielt ja auch eine große Rolle. Und genau, und das ist, glaube ich, eher das Verhältnis, dass man sich gar nicht irgendwie treffen kann, weil man unterschiedliche Erwartungen voneinander hat. Und bis so eine Extremsituation passiert, dass die Mutter einen Unfall hat und das dann wieder alles neu auffüllt, sodass man sie neu kennenlernen möchte und auf die Suche geht. Also der Anlass ist ja der Geburtstagsfeier, der 60. glaube ich ist es nicht. Man trifft sich, kennt dann noch nicht jeder den Film jetzt zusehen, man trifft sich zu einer großen Feier in diesem kleinen Ort und da erleben wir jetzt diese Frau, die entfaltet sich sehr schnell, der Charakter, wie du ihn entwickelt hast und wie Corinna Harfouch ihn auch spielt. Es ist ein ehemaliges Kinderheim, in dem sie auch selber war. Übrigens auch ganz interessant, daraus will sie ja so eine Art Begegnungsstätte machen, was Corinna Harfouch im wirklichen Leben auch in ihrem Nachbardorf machen will. Ne? Das sieht übrigens auch ganz ähnlich aus, muss ich sogar denken, wo sie auch mit Leuten aus dem Dorf dann so Kunst machen will, Kultur machen will. Also das lag ihr sehr gut. Dieses Haus hat aber für die Figur eine symbolische Bedeutung. Sie hängt so ungeheuer dran und wenn es verkauft werden soll, wird, das ist der Auslöser, wird sie ja wirklich wild. Warum ist diese Bruchruine, das ist es ja irgendwie auch, so wichtig für sie? Ein Ort, an dem sie mein Kind war, okay, aber es ist ja wirklich ein symbolisch aufgeladener Ort. Ja, ich glaube, es ist so, also es ist ja, sie ist ja sozusagen im zweifachen Sinne eine Weise, wenn man das übertreiben will, das ist auch, quasi ja buchstäblich, ist ja buchstäblich vom real existierenden Sozialismus aufgezogen worden, nämlich in Form dieses Kinderheims, also der Erzieherin in diesem Kinderheim. Und diese ganze, das, wo sie ihr Leben verbracht hat, also 50 Jahre, es ist ja nicht wenig, wurde weggenommen und jetzt will man ihr quasi auch noch die Kindheit wegnehmen. Und habe ich vorhin auch im Kino schon gesagt, auch wenn man schreckliche Eltern hatte, sie bleiben trotzdem die Eltern. Also es ist ja umso herzergreifender, dass man dann doch etwas verteidigt, auch wenn es vielleicht gar nicht so nett zu einem war, aber trotzdem ist es das, woran man festhält. Und das ist natürlich der symbolische, versteckte Kern. Finde ich unheimlich gut beobachtet, weil es trifft tatsächlich auch auf das Verhältnis zur Vergangenheit. Also warum sich viele DDR-Bürger so narzisstisch gekränkt fühlen, wenn man ihre Vergangenheit sozusagen im Bausch und Bogen verurteilt. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel drin. Das ist im Augenblick genauso, finde ich, was alle anderen Figuren betrifft, weil die ja alle auch das Gefühl haben, ganz banal gesagt, über den Tisch gezogen zu werden, nicht wahrgenommen zu werden, nicht geachtet zu werden. Also ich finde, es ist eine Momentaufnahme einer Zeit, die zwar lange her ist, die aber total weiter wirkt. Das, genau das erleben wir gerade nicht. Genau, das ist ja das, was uns immer noch formt. Ne? Oder genau, was die Konflikte ausmacht. Ja, ich möchte aber sagen, dass es, der Film hatte ja auf dem Filmfest in München Premiere und die Leute da, also auch die Münchnerinnen oder die Bayern oder wer auch immer, also nicht unbedingt nur Ossis, die haben das auch total verstanden. Also es gab eine Frau, die kam zu mir und sagte, mein Vater hat sich an den Flughafen, an einen Baum angekettet, den er bei meiner Geburt gepflanzt hat und der sollte abgesägt werden. Also es kam plötzlich so auch so Trotzgeschichten, ne, und so Widerstandsgeschichten. Vielleicht mehr die Widerstandsgeschichten als jetzt die Identitätsverlustgeschichten, aber das, das ist auch wieder was eint. Und ich glaube auch dieser Kleinstadt-Kosmos, der ist, glaube ich, auch universal. Ja, auf jeden so, Fall. Ne? Ja. Und wie gesagt, auch diese große Frage Mutter, Tochter oder eben Vater, Sohn oder wie auch immer, weil, und das hast du gerade auch schon beschrieben, es tritt wirklich sehr zu viel Verhältnis. Es gibt die größten Kräche da und da seid ihr auch gut, um das auszuspielen, macht auch Spaß zuzusehen, finde ich. Aber dann ist auch wieder, sitzt man wieder zusammen, irgendwie, man ist eben Mutter und Tochter. Also das habt ihr auch so gespielt, glaube ich, dass dann auch wieder, dann ist es eben so. Und dass es diese Momente wiederum gibt, der Annäherung, finde ich, gibt dem Film dann auch so eine Zärtlichkeit gerade zu. Ihr habt das vielleicht auch beide gemeinsam entwickelt mit Corinna. Diese Augenblicke der Ruhe des Innehaltens, die ich besonders schön finde. Wie war das? Ja, das haben wir da
einfach entwickelt. Also beim, ich weiß, ich erinnere mich. Wie war es? Ja, es tut mir ein bisschen näher vielleicht. Ja. Ja. Es hat natürlich auch zu tun mit ihrer Krankensituation. Nicht? Wenn sie da liegt, kann sie nicht ganz so rumfuhrwerken wie sonst. Es gibt ja auch einen Moment der Schwäche, finde ich. Aber wenn ich was dazu sagen darf, ich habe das so sehr forciert, weil ich denke, das ist ein Zeichen dafür, wenn man sich lange kennt. Mhm. Also auch die Leute untereinander, auch diese Szene mit Jörg Schüttauf, wo er danach ihr noch den Rock zumacht und es ist eigentlich, als wäre nichts passieren. Das ist so, dass man, so erlebe ich das, wenn man sich lange, lange, lange kennt, dann passieren diese Dinge. Man verzeiht sich eben auch viel, man kommt nicht voneinander weg, es nervt, aber es bleibt eben so und das macht die ja auch so toll und das macht die ja auch so stark, ne, dass sie das aushalten. Absolut. Ja. Auch wenn sie Wahlverwandtschaften sucht, so könnte man es ja auch sagen, sie versucht ja woanders anzudocken, es ist diese enge Bindung zur Mutter nicht. Und das alles eben komplex eingearbeitet in eine historisch besondere Zeit, die damit nochmal lebendig wird und den Film auch sehr sehenswert macht, der hoffentlich auch dann ins Kino kommt. Gibt's schon? Ja, wenn Corona uns nicht einen Strich durch die Richtung macht, am 2.12. Am 2.12. ist der Film dann zu sehen. Ganz herzlichen Dank, Katharina. Danke auch. Bitte, danke euch. Danke.